Und kriegen Sie Schulden weg? Wie wollen Sie Schulden wegkriegen? Sie kennen das Geldsystem sehr gut. Dann erklären Sie mir, wir werden in irgendeiner Form Schulden und Guthaben wieder aneinander anpassen. Die entscheidende Frage ist, die Schulden dürfen sich nicht mehr erhöhen. So wie Herr Rösler das vorher... Das geht doch gar nicht. Das geht schon. Wie denn? Dann müssen unsere Wirtschaftswachstum zurückfahren. Indem jeder Staat, und das verlangen wir ja jetzt auch von Italien, einen Primärüberschuss erwirtschaftet, um damit von der hohen Schuldenlast von etwa 120% wo kommt das Geld her? Wo kommt dieses Geld her, das der Staat jetzt zurückführt? Wo kommt dieses Geld her? Entschuldigung, Italien muss weniger ausgeben, muss eventuell mehr einnehmen. Ja, wo kommen die Einnahmen her? Wo kommen diese Einnahmen her? Die Einnahmen kommen zum Beispiel, wie sie es in den 90er Jahren getan haben, da haben die, um die Kriterien zu erreichen, eine Eurosteuer eingeführt. Muss jemand erwirtschaften. Ja, sicher, muss ich von den Bürgern erwirtschaften. Wo holen die das Geld her? Wo holen die Bürger es her? Von den Bürgern. Kredite aufnehmen. Und auch die Einsparungen, die finden statt. Die Kreditsumme wird größer. Herr Rösler, wir beide sind raus aus der Nummer. Merken Sie das? Läuft ganz gut. Dann wird sie bei den Bürgern größer.